Moin Moin aus Hamburg, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ich habe ja das in der letzten Zeit etwas ausgedehnt, sage ich jetzt mal so, oder mit dem Begriff Heft, Romanhefte, und habe ja auch dann Bücher vorgestellt, die mal als Hefte rauskamen und so. Ich werde jetzt versprochen erstmal eine längere Zeit euch Hefte vorstellen. Da sind aber wieder ein paar Perlen dabei. Ihr werdet euch freuen, bin ich mir ziemlich sicher. Aber jetzt gibt es schon wieder eine kleine Ausnahme bei diesem Video. Und zwar geht es nicht um ein Science-Fiction-Heft, sondern es gab auch eine Zeit lang Versuche, Fantasy-Hefte rauszubringen. Und das hat der Bastei Verlag gemacht mit der Reihe Fantasy, Wunderbare neue Welten. Und da stelle ich euch heute den Band 9 vor, Entschuldigung, Band 9 vor, und zwar die Zauberprobe von Viktor Sobek aus dem Jahr 1985. Die Serie lief von 1985 bis 86 und hatte 28 Hefte. Und der Bastei Verlag an dem Erfolg von Mythor vom Pavel Mümmel Verlag anknüpfen. Mythor war eine Serie, stelle ich euch hier auch nochmal vor, eine Fantasy-Serie, die der Pavel Mümmel Verlag zwischen 1980 bis 1984, glaube ich, rausgebracht hatte. Hat mir auch gut gefallen, weil da halt auch viele Perioden Autorinnen und Autoren mitgemacht haben, mitgewirkt haben damals. Und das ist ja nicht der erste Versuch, sondern vom Papel Verlag, sondern schon der zweite Versuch. Die haben dann in den 70ern mit Dagon mal versucht, eine Reihe aufzubringen, eine Fantasy-Reihe aufzubringen. Hat aber auch nicht so ganz, hat nicht so ganz funktioniert. Und aber mit Mythor hatten sie dann den Erfolg. Und Bastei wollte halt jetzt dann sagen, okay, wir knüpfen jetzt da einfach mal an, an den Erfolg, wollen also auch eine Scheibe von abhaben von dem, und ja, da kam dann halt Fantasy raus. Vom Umfang her ist es ein ganz normales Heft mit 64 Romanseiten und dann mit Umschlag und Werbung und so weiter, doppelspaltig, also wie man das so kennt. Ja, 1985, da habe ich jetzt hier noch gesehen, gab es noch eine wunderbare Heizkörperverkleidung aus Holz. Also man sollte die Heizkörper nicht sehen. Dann hat man hier so wunderbare, ja, okay. Oder es gibt ja auch noch, das machen wir gleich vorweg, glückliches Alter mit Hilfe der Natur, gab es damals auch schon 85. Schlank und gesund zum Beispiel, mehr Energie und neue Kraft, Lebergallekur oder hier zum Beispiel speziell für die Frau, Vitarote Frauentonikum, bestehend aus 15 wertvollen Heilpflanzen, ideal auf dem empfindlichen fraulichen Organismus abgestimmt. Ja, sowas gab es da alles schon. Aber okay, wir wollten ja, ach, und hier wieder natürlich klar unser Erröten und wären Sie Facharbeiter für Technik und Meister? Ja, Ferninstitut. Dann haben wir hier, was haben wir denn hier noch? Schallplatten, das ist natürlich wieder ganz toll. Das gab es damals auch, so eine Schallplattenan- und Verkauf. Also für diejenigen, die das nicht kennen, also ich meine, die mein Video kennen schon, aber das sind so runde Dinger mit einem Loch drin, weil so schwarz, Vinyl und so. Ne? Ja. Haben wir hier noch einen Amateurfunkergutschein. Oh, jetzt geht's. Möchten Sie etwas Konkretes über Magie und Geheimwissen erfahren, fordern Sie unseren kostenlosen Ratgeber an. Boah. Ja. Gut. Das war jetzt der kurze Abgleich zu den, mit den schönen Werbesachen. Und jetzt geht's los zu die Zauberprobe. Und zwar von Viktor Sobek. Der Roman spielt im Land Keim, und da ist der Zauberlehrling Jokab,
hat sich für 5 Jahre verdingt. Er will jedoch aussteigen, weil er der Meinung ist, dass er nicht gerecht behandelt wird und keine weitere Ausbildung bekommt und vom Zauberer Jax. Und ja, und will also aussteigen. Das Problem ist, wenn er das machen würde, also seinen Zauberlehrlings, sag ich jetzt mal, Ausbildung abbrechen würde, dann wäre er verbannt und würde also auch im ganzen Land keine Möglichkeit haben, mehr eine Zauberausbildung zu machen. Das ärgert ihn natürlich. Und er bekommt aber jetzt einen Auftrag. Und zwar von seinem Meister, Jax. Er soll ein magisches Schwert zum Zauberer Kokabi bringen. Und danach wäre er frei. Und Jokab begibt sich also auf die Reise und Jax und Omno, sein Kumpel, beobachten ihn durch eine Zauberschale. Und Jokab erlebt also einige Abenteuer auf der Reise. Und unter anderem fängt halt auch das Schwert an, mit ihm zu sprechen und ihn zu unterrichten. Es ist ja ein magisches Schwert. Interessant an der Sache ist, das Schwert will kämpfen, also ist ja eher eine Kriegerwaffe statt eine Zaubererwaffe, und das merkt man halt da so ein bisschen raus. Das finde ich ganz nett gemacht. Problem ist jetzt nur, die Reise ist sehr beschwerlich und die Gefahren sind da, und Jobab fragt sich also, was er da eigentlich angestellt hat, also auf was er sich hat er da eingelassen hat. Jetzt zur persönlichen Meinung. Ich fand den Abstecher in dem Fantasy-Bereich war ganz spannend. Die Story und der Stil sind sehr gefällig, und sie reicht aber meiner Meinung nach nicht am Mythos ran. Und interessant ist jetzt für Sammler, es war also eine Unterserie aus der Reihe Fantasy, und nach deren Einstellung der Serie hat der Goldmann Verlag dann nochmal 3 Taschenbücher rausgebracht, aus dem veröffentlicht, und eins davon hieß, glaube ich, auch Das sprechende Schwert, also sprich die Saga um die beiden, Jobab und ich habe, glaube ich, vorhin Jokab gesagt, ne? Also Jobab heißt er, und Jobab und Omno geht da also weiter. Es sind aber dann nur 3 Bände gewesen, und ich bin auch der Meinung, da bei der Recherche gelesen zu haben, dass dann also auch das dann auch abgeschlossen worden ist in diesen 3 Bänden. Also sprich, es wurde nochmal weiter fortgesetzt. Ja, das war der kleine Abstecher im Bereich der Fantasy. Und nächste Woche verspreche ich euch, dann geht es dann mit einer, definitiv mit einem Science-Fiction-Roman weiter. Und deswegen sage ich jetzt mal nicht, auf was für neue Welten und wir uns da freuen können, sondern eigentlich eher, oder was für neue Welten wir uns bewegen wollen, sondern einfach, wir werden uns in die Zukunft bewegen. Es gibt da auch aber einige Punkte, die ich dann auf jeden Fall wieder ansprechen muss und auch vorweg eine Triggerwarnung reinbringen muss in das Video. Aber das ist ja dann für nächste Woche angesagt. Bis dann. Tschüss.